Herzlich willkommen zu Folge 125 mittlerweile von Let's Play Hunt Showdown. Wir sind in der dritten und letzten Folge der After-Kneipen-Session. Und in dieser Folge ist das Maß voll. Von mir ist absolut nichts mehr zu erwarten. Dafür regeln meine beiden Kumpanen zum Glück. Also, das war ein Krampf, diese drei Runden hier. In der ersten Runde versuche ich mich nochmal an etwas hochwertiger Bewaffnung. Eine Level habe ich dabei. In der zweiten Runde benutze ich ebenfalls eine Level. Und in der dritten Runde habe ich mich an einer Romero probiert, weil das war die erste Runde, nachdem ich dann ins neue Prestige übergegangen bin. Bevor ich zu viel vorwegnehme, ich wünsche einfach viel Spaß, hoffentlich beim Zusehen. Oh oh. Oh oh. Oh, she's dead. Oshi ist dead. Oshi. Oshi ist dead, okay. Ich hab ne Haftbombe, die gebe ich direkt. Soll ich oder machst du? Ich glaube, man erkennt das auch am Clou. Aber wenn du durch die Nacht siehst. Hast du getroffen? Ja. Okay. Hab noch eine. Na, ja, spar dir die, das können wir so machen. Was? Können wir auch so machen. Okay. Ich soll eben warten, bis er aus dem Rage Mode raus ist. Toll! Ich sehe nichts! Ich sehe nichts! Wo bin ich? Vorsicht, Niklas! Wo bin ich? Oh. Hier bin ich hier hingekommen. Hier sind irgendwie Raben aufgesteckt worden. Ja, aber ich glaube, das waren wir. Das war hier in der Richtung. Ich hab ihn abgestochen. Nice. Toll. Tschüss. Hat er keine Muni gedruckt? Hier liegt ein Ei. Ich bin geblockt. Was? Hier liegt ein Ei. Ach hier, lol, Tatsache. Da fällt mir doch ein Ei aus der Hose. Ich glaub, mein Ei pfeift. Ich prüge mich hier unten mit so einem Emulator. Wo geht's denn hier nach oben? Ja. Also da down. Moin Leute. Er hat meine 67 Gewehrkolbenschläge nicht überlebt. Das ist die Hauptsache. Ich weiß aber immer nicht, wo ich hier bin. Ich bin nur geblendet irgendwo rausgelaufen und dann bin ich hier unten gelandet. Komisch, was das wohl war. Lass mich in Ruhe! Geht's hier noch höher? Nee. Na, Treppen nee. Kommt hier wohl nicht. Oh, scheiße. Boah, ich guck da was Neues zu trinken. Ja. Die scheiß Scherben, ne? Ja. Diese Hunde! Ja, solche. Für die sind nur am Jaulen. Ich dachte nicht, die können keine Treppen hochlaufen. Oh doch, oh doch. Oh, hier geht's ziemlich weit runter. Spieler? Wo? Hier. Unter uns? Ne, da steht einer. Ja. Das war ein lustiger Bub. Ich entledige mich mal kurz der Hunde. Ja, hier hinten im Eingang ist noch einer, aber den können wir da stehen lassen. Was steht da? Da ist jetzt gerade, da war ein Hund, der ist nach links gelaufen. Den können wir da lassen. Just in case. Wer ist nach links gelaufen? Ein Hund. Der hier am Eingang. Wow, wow. Ein Wow, wow. Ein Wuff, Wuff. Wir haben. Ich würde sagen, diesmal gehen wir direkt zum Ausgang. Eine Runde sicher spielen, ja. Ja. Können wir machen. Das war, ist gut für die Moral. Ich glaube auch, dass das andere ziemlich die weit Moral weg ist. Die Moral von der Geschichte. Eine halbe Runde lohnt sich.
würde eher sagen, dass es diese Runde echt ziemlich unklug wäre, den ganzen Weg nach unten zu laufen. Naja, eben. Bevor wir überhaupt wissen, Andale, wo der andere Boss ist. Yeah! Andale. Yeah! Vandale! Yeah! Oh shit! Oh, easy. Ja, manchmal fällt man tiefer. Ja, hat geklappt. Wir sind safe. Let's go. Wenn wir Dicken sehen, den spreng ich in die Luft. Ich hab auch eine Haftbombe. Ich hab eine Haftbombe und einen Dynamitbündel. Aua. Ich glaube, ich auf dem Weg. Ich glaube, einen Dicken werden wir auf dem Weg nicht mehr sehen. Ist das hier Treibsand? Oh no! Ah, Hilfe! Das wäre eigentlich schon cool. Ja. Wäre schon lustig. Dann, wenn man zumindest langsamer würde. Oh. Ich hätte kurz hier einen Spieler gesehen. Mit der Schatten. Oh. Nee. Alles safe. Einmal rot aufgeblitzt, dachte ich ganz klein. Erstmal eine schnelle Runde. Au, über den Popo geschossen. Hä? Was willst du, hä? Soll ich? Ich bin zuerst angeschossen. Ich muss Zielübung machen. Ich auch. Ja! Ich höre eine Klapperschlange. C-Probleme gefixt bekommen. Das ist mal laut. Ja, ne? Au. Gerrit. Oh shit. Was? Nee, ich hab grad deinen Stream geöffnet. Ich hab deinen Chat gar nicht. Müsste. Ich tippe gerade ein. Oh, jetzt kommt alles. LG hat einen 8K-Fernseher. Oettinger gibt's hier gar nicht. LG hat einen 8K-Fernseher mit 325 Zoll vorgestellt. Der Fernseher hat eine Diagonale von 8,25 Meter. Musiker der Welt. Pff, ich hab keine Ahnung. Mit den meisten Nummer 1 Hits auf jeden Fall. Gyros Peter. Einstieg. Nee, ich hab keine Ahnung, ich kenn mich nie aus. Au. Ich hätte auch Peter Zwegert sagen können. Ja. Der ist doch der Pferdehändler. Jetzt zieht er wieder Peter sein. Ludolf. Zieht er wieder. Oh, der Gute. Ist ein. Warte, welcher von den Ludolfs war Peter nochmal? Der mit dem Bart. Ah. Gut. Soll ich den in die Luft sprengen? Wenn du möchtest. Ah, braucht man mich nicht zweimal fragen. Ah, auf dich habe ich gewartet. Ja, dann. nischt. Hat er was? Nö. Alles so gierige. LOL, Junge. Bringst du den mit? Ich dachte, der wäre tot. Der ist auf einmal an mir vorbeigerannt. Hat mir im Lauf noch eine Schelle gegeben. Hier war doch irgendwo ein. Da. Ein Healer. Medic! Ah, hier ist direkt der nächste. Schon wieder keine Spinne, was soll denn das? Jo, komm. Okay. Hat einer von uns eine Haftbombe dabei? Ja. Du hast eine Haftbombe dabei? Na gut, dann spreng den mal. Sonst hätte ich das gemacht. Oh, verdammt, Scheiße. Oh, oh. Ding dong. Ding ding ding. Auch nix, was ist denn los mit denen? Ja, ganz schön geizig hier. Ja, aber sowas von. Die gönnen mal gar nix. Wir sind bei Boichler, das ist so ein Witz. Ziegelei oder? Ziegelei, hätte ich auch gesagt. Ja. Ah. Blutlinden-XP, nice. Die brauche ich. Aua! Wo? Oh. Im Waggon an der Wand. Aua! Ey, lass mich hier ruhig alleine, danke. Nein! Was hast du mitgebracht? Ablenkung.
Ablenkung, um die Blutlinie in XP zu kriegen. Ich sehe nichts. Die bringen mich hier mal alle um. Du bringst dich immer selber auf. Ja, Pferd, ne? Ist Werbis noch da? Ich guck weg. Gut. Das Pferd war müde, es musste schlafen gehen. Oh, ja, genau, guck mal weg. Alle ab. Haben wir alles richtig gemacht. Wie viele Zombies wollen wir spawnen? Hand Showdown? Ja. Hallo. Fort Kamek ist next. Ja, Fort Kamek wäre next, ja. Dann gehen wir dahin. Was ist mit den Hunden los? Glaubt, die sind pissig. Oh, das sind noch mehr Hunde. Oh. Guck, ich mach gar nichts mit den ganzen Tieren. Ich lauf nur dran vorbei. Markus hier, der Tierquäler. Ich hab von vornherein gesagt, ich kann nichts versprechen. Was guckst du überhaupt hin? Was soll das? Ich hab nicht hingeguckt, ich hab's schon gehört. Warum machst du nicht so lange was anderes? Ich kann auch nicht. Wenn wer bis das hört, dann sagt der Peter Gyros Bescheid. Gyros Peter, sorry. Gyros Peter. So, wo geht's hin? Oh. Kein Bus. Oh, keine Ausdauer. Eisenhütte und direkten Ausgang nebenan. Perfekt. Einziges Problem ist, dass es der Meuchler ist und. Ich weiß nicht, ob das Steps gehört. Ah, okay, ihr wahrscheinlich. Ich denke eher wir, ja. Müssen wir den Meuchler auf herkömmliche Weise töten. Schnell. Auch die Viecher nerven auch so. Also ich habe eine Haftbombe. Ich habe auch eine, aber die funktioniert beim Meuchler nicht. Das funktioniert schon, man muss es nur gut timen. Das kriegen wir nicht hin. Lohnt sich wenigstens hier. Ich habe keine Haftbombe. Ja, die Klasse nicht am einen, aber ist halt der Meuchler, ne? Ja. Ich bin mittlerweile auch schon Level 17 oder so. Nice. Ja, hast du Hunde vergessen? Die ersten 95 Level gehen schnell. Das stimmt sogar. Das ist unser Boss. Ich glaube, fürs letzte Prestige habe ich keine Woche gebraucht. Oh, no. Vorsicht. Hier links auf jeden Fall, beim Turm. Ja, hier rechts wird auch gesteppt. Oh, hier liegt ein Perk. Klüsterschmied. Leises Waffen wechseln. Eine Romero oder Sparks? Ich habe eine Sparks. Romero. Das einzig im Nahkampf nützliche bei mir ist Uppercut mit Fächern. Wer läuft denn da außen? Das bin ich. Okay. Ich war schon ja ziemlich gesplittet. Hier sind Vögel.
Ist vielleicht nicht das Schlechteste, wenn wir die ein bisschen auseinanderziehen. Das wollte ich. Das so war der Plan, durchs Dach zu fallen. Dass du kurz... Nein. Mich gesehen? Ich hoffe nicht. Ich habe hier die Tür im Blick. Was machen wir? Irgendwelche Ratschläge? Ich würde sagen, jetzt ist eh zu spät zum... Was macht Niklas? Wir könnten noch pushen. Ich könnte mal eine Schwarmbombe reinwerfen, hier durch das Loch in der Decke. Ja, mach doch. Dann pushen. Ja, nicht wenn die Schwarmbombe drin ist. Ja, ich höre jetzt Steppen. Kampfkeks. Ich hab noch eine Chaosbombe und eine Aufbombe. Ja, mach mal Lärm. Mach mal Lärm! Das ist jetzt die Chaosbombe. Steps. Einen habe ich. Nice. War der draußen oder drin? Drin. Ich bin hier auf einer Seite, wenn wir von beiden Seiten aus rushen. Niklas von da, Gerrit von der anderen Seite und ich von hier. Ja, komm rein. Ich hole mir mal ein Kopfgeld. Ich bin schon halb okay. Drin. Ich bin drin. Oh, der ist bei mir. Shotgun. Ist auch noch einer. Ja, der ist bei mir. Der hat eine Cordwell Rival. Lol, wo bin ich denn? Ist der draußen? Der war gerade noch drin. Was ist? Rechts, rechts, rechts. Oh, das ist gefährlich, wenn ich jetzt aufstehe. Ist noch viermal. Mehr, oder? Man kann's probieren. Ja. Oh, man kann's nicht probieren. Der ist direkt neben mir, okay. Ne, kann's vergessen. Cultural Rivals Slug Munition. Sind mehr Leute, ne, mittlerweile? Ja, es sind mindestens zwei. Ich hab einen. Nice. Hinter dir steppt noch einer. Einer ist draußen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Steppen da wieder bei meiner Leiche. Probieren wir es noch. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Danke. Okay, hat geklappt. Okay, hätte ich nicht gedacht. Einer ist tot, hast du gesagt, Gerrit? Hier bei mir. Einer rennt raus. Warum oder bei Gerrit? Ich meine aber, dass es draußen ist. Hätte ich auch gesagt. Nice. Tot? Oder Gerrit hat alle wieder umgenietet. Ja, sind tot, alle tot. Hat wieder seine Runde.
Ja, jetzt muss ich halt auch mal ein bisschen das zeigen. Ich mach dir auf. Klappt auf. Danke, guten Tag. Auch schon da. Ja, die liegen alle drei hier. Nice. Wo spielt man an? Junger Hüpfer, nehme ich. Der Level? Ne, ich glaube, ich bleib mal bei meiner Waffe hier. Du hast keinen Platz mehr. Warum habe ich keinen Platz mehr? Ich habe doch gar nichts im Inventar. Also kann ich die... Ah, hier. Kann die Vione und toll. Ja, den kann ich nicht. Aber ich bekomme halt auch irgendwie nichts, was ich, wenn ich die durchsuche. Geh mal aus dem Weg da. Du kannst dich hier eh nicht looten. Hier sind irgendwie Waffen. Zu viele Waffen. Ich hab die... Ich hab's geschafft, die zu looten. War schwierig, aber ich hab's geschafft. Ja, Ausgang. Einmal bitte gucken. Habt ihr beide einen Bounty? Ja. Okay. Na, ich hab noch 2 Sekunden. Ich hab nichts zu sehen. Gut, dann let's go. Das war schön. Ja. Also jetzt auch keine schweren Kills. Wir waren jetzt nicht so die... Ah ne, alle ab. Oh. War jetzt nicht so die beste Hilfe für Gerrit, aber... Ja gut, ich hab sie abgelenkt. Ich stand wenigstens diesmal im Weg rum. Oh. Na komm, trau dich, schieß, komm, trau dich. Trau dich. Oh lol. Jetzt habe ich wenigstens Grund, dich zu reporten. Ich habe übrigens noch einen Balken, ne, also. War nicht meine Chance, jetzt hätte ich Gerrit umpusten müssen, dann könnte ich alleine abfahren. Er wollte, dass ich auch erschieße. Manu, wir sind trainiert, was das angeht. Keine Sorge. Das können wir. Wie oft hab ich dich getroffen? Einmal oder öfter? Viermal. Viermal? Ups, ich wollte dich nur einmal treffen. Nice. Scubber Lake. Scubber Lake. Okay. Ich würde sagen, da könnte der Boss sein. Niklas ist AFK, Report. So ist das manchmal. Das ist um 3 Uhr. Ist eingepennt. Eingepennt. Nicht un. Wie ist der denn hier reingekommen? Oh, moin. Moin. Ich hab das, ich vergesse halt immer wieder, wie einfach mal so ein normaler Döner, wie geil der eigentlich schmeckt. Ja, ne? Oh oh. Ja, ich glaube, ob ich die ausschalten kann irgendwie. Oh oh. Aua. Hier wird auch irgendwo ein Ausgang. Ach da. Und hier geht's aufs Dach. Gibt's hier irgendwo hier? Wir haben einen Decken, falls einer den springen möchte. Ich hab 2 Spritzen, mehr habe ich nicht. Okay. Ihr seid auch schon echt weit weg, glaube ich. Portrico. Du spammst so viele Pings auf einmal. Schade. So, Portrica. Ist eigentlich ganz, ganz cool für eine Shotgun. Da könnte der Boss sein. Sagst du das jetzt bei jeder Location? Jemand wird stimmen. Das stimmt natürlich.
Warum ist hier keine Leiter? Was ist denn hier, Alter? Na, Alice Farm. Alice Farm. Nicht unser Boss, perfekt. Wir haben wieder den Boichler, das ist ein Witz. Wir könnten, wenn wir kurz warten, wir könnten eine Ruhe haben, vielleicht so. Was könnten wir haben? Ruhe. Können wir probieren, ja. Was wollen wir haben? Ruhe? Ja. Ja, dass weil jetzt die anderen schon angefangen haben. Dass wir jetzt abwarten, bis die anderen meisten zum anderen Boss hingehen. Ja gut, wenn wir anfangen mit dem, sind die eh schon. Die meisten werden sicher schon den Entschluss, die jetzt schon den Entschluss gefasst haben, zum Boss zu gehen. Zum Butcher. Vom Meuchler. Ja, wahrscheinlich. Alle hier. Tauben. Tauben, die ich gleich aufschrecken werde, wahrscheinlich. Sag ich ja. Nein. Ist weiß. Ja, nice. Ist es weiß? Das ist nice. Es wäre scheiß, wäre er nicht weiß. Ja. Ich mag Reis. Was ich nicht weiß, macht mich nicht weiß. Richtig. Jetzt? Ich springe. Hast Schlafbombe? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, wo bist du denn? Wie hast du vorher zu killen? Ich hab erstmal eine Höllenfeuerbombe. Okay. Falls ich ihn finde. Die bei mir war er gerade. Hier. Du kannst auch einfach die Dark Vision anmachen, dann siehst du, wo er ist. Oh. Das hat nicht so ganz so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier hängen Blutlinien XP unter der Treppe. Hier wurde gerade was angezündet, Runde wurde hier gerade angezündet. Okay. Ist noch weiß. Hallo. Hallo. Brennt auf jeden Fall was. Ja, willkommen. Langsam. Ja. Tja, Spieler. Ja, da hab ich einen gelaufen sehen. Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat. Ja, hat er. Mann. Setz dir doch schneller diese Spritze, Mann! Das ist ein Witz, Mann! Also die scheiß Zombies die ganze Zeit. Alter. Jumpscare. Ja. Wie viel Klaue. Die hab ich. Ja, Kane halt, ne? Ja, auch noch Kane, Sprayer. Alter. Ich werde aufgehoben. Oh ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich mach das nur noch schlimmer. Der steht direkt vor mir! Ich hab keine Ausdauer! Was soll ich da machen, Mann? Leute, hast du gerade jemanden erschossen? Okay. Ich dachte, er hat sich selber gekillt. Du bist aber ganz gut, wo du bist, ey.
Das macht's nicht besser. Einer ist übrigens rechts die Treppe, die Leiter hochgeklettert in das Gebäude. Ja, ich weiß. Genau da. Ich glaube, das tat weh. Ja, aber nicht genug. Ich brenne. Ist der denn rum? Ich check das nicht. Ich glaube, auf diesem Dach kann der nicht sein. Das muss irgendwo anders sein. Ich bin mir nicht sicher. Vordach höchstens, ja. Würde ich auch sagen, ja. Bei mir an der Leiche steppt auf jeden Fall noch einer rum. Man kann echt auf das Dach drauf? Lol, das wusste ich gar nicht. Längste Messer der Welt. Oder längste Arme der Welt. Das war der Pro wieder nur eine Köterlunte, ja. Hast du das gerade links oben am Dach gesehen? Ich hab gar keine Munition im Colt. Das waren seine letzten Worte. Bob Lee Swagger hat mich getötet.